suchten sie. Ihr Anführer, der Kerl, der sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie FEMA auf Seraph Industries angesetzt? FEMA? Denkst du, FEMA schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als FEMA. Ach ja? Wen denn? Wen? Flieg nach Shanghai. Hengsha Court Gardens. Penthouse. Sag ihn. Dass dich Barrett zur Hölle geschickt hat! Jensen, was ist da unten los? Diese Soldaten sind so schnell abgehauen, das glauben sie nicht. Haben die sie gesehen? Nein, ich war ohne Licht, für alle Fälle. Sind sie okay? Ja, geben Sie mir Seraph. Erst bringe ich sie hier weg. Gehen Sie zur LZ. Ich hole sie dort ab. Ich werde mich nicht mit den Jungs anlegen. Aber du siehst so aus, als könntest du es mit ihnen aufnehmen. Yo, wie läuft's, Mann? Auf der Suche nach neuem Spielzeug? Ich brauche... Kein Problem. Bereit zu verschwinden, Jensen?
Ja, bringen Sie uns zurück zu Seraph Industries. Keine Sekunde zu spät, wenn Sie mich fragen. Anschnallen und festhalten. Sofort in Ihr Büro. Liebend gern, Francis. Aber erst muss ich Seraph informieren. Das mag schon sein. Aber hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Vielleicht ändert das ja was. Pritchard out. Ich kann's nicht glauben, Jensen. Ein Internierungslager mitten in Detroit. Scheiße. Aufpassen. Hinter Taggart sind nicht nur die Augmentierungsbefürworter, sondern auch die Gegner her. Soll das heißen, diese Pro-Human-Aktivisten könnten seinen Besuch als Verrat betrachten? Ich sage nur, dass alles möglich ist. Also halt weiter nach Berlin. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen. Und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, Sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem Ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, Sie einzustellen. Zugriff gewährt. Thank you.
Zugriff gewährt.
Was gibt's? Kann das nicht warten, bis ich heimkomme? Red keinen Quatsch, ich leg sonst auf. Okay, bis dann. Zugriff gewährt. Adam, schickt Mr. Seraph Sie wirklich nach China? Wieso das denn? Ich habe die Zahlen für das letzte Quartal. Mr. Seraph wird nicht begeistert sein. Taiyong Medical hat immer noch deutlich mehr Marktanteile. Ich will noch schnell was fertig machen, damit ich nach Hause kann. Erst vor 3 Tagen gab es Hinweise auf Gespräche zwischen... Verzeihung. Mr. Jensen, nicht wahr? Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Aziz. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Bill Taggart. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Seraph haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist Ihr erster Arbeitstag seit dem Unfall vor 6 Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein zweiter Zwischenfall. Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt.
Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Taggart, aber ich habe alles im Griff. Ich bin Psychologe, Mr. Jensen. Ich erkenne, wenn sich ein Mann etwas vormacht. Wunden heilen, aber die Seele ist nicht so robust. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Eines würde mich interessieren, Mr. Taggart. Was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt heute Abend? Ich dachte, das wäre klar. Ihr Unternehmen war das Ziel eines Anschlags. Die Gewalt und das Blutvergießen müssen beendet werden. Aber ich fürchte, dazu müssen sich erst einige weise und intelligente Menschen einigen. Worüber? Über die Zukunft, Mr. Jensen. Diese Verbesserungstechnologie ist ein Eingriff in die Evolution des Menschen. Sie definiert den Menschen völlig neu. Keine Regierung der Welt kann es sich leisten, sie nicht zu regulieren. Sie können den Fortschritt nicht aufhalten, Mr. Taggart. Wohl nicht. Aber wir dürfen auch nicht die Hände in den Schoß legen und warten, was passiert. Nicht, wenn wir die Fähigkeit, den kollektiven Willen und den Weitblick haben, etwas zu ändern. Verstehe. Danke, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Jederzeit. Athena, Sie arbeiten schon ziemlich lange für diese Firma. Ich hoffe, das war keine Anspielung auf mein Alter, Adam. Nein, aber ich weiß, dass Ihnen nichts entgeht. Wenn Seraph etwas getan hat, das uns schaden könnte... Mr. Seraph handelt nur im besten Interesse dieses Unternehmens, Adam. Das bezweifle ich auch nicht. Nicht? Ich bin seit dem ersten Tag hier. Er hat das alles aus dem Nichts aufgebaut. Seine Leute bedeuten ihm etwas. Er ist überzeugt, was wir tun, ist wichtig. Und er würde nichts tun, um das zu gefährden. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Nein, hätten Sie nicht. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Boss, wir müssen reden. Stimmt was nicht? Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte? Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder? Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Sie haben extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Cop müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle. Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Das will ich ja, glauben Sie mir. Ich will die Kerle unbedingt fassen, genau wie Sie. Aber dieses Leck ist schuld an allen unseren Sicherheitsproblemen, einschließlich dem heutigen. Wenn ich die Typen aufhalten soll, muss ich wissen, auf welche Daten sie Zugriff hatten. Sie haben ja recht, keine Frage. Tut mir leid, dass ich ausgewichen bin. Aber es gibt da etwas, das Sie nicht begreifen, Adam. Geschäft ist Krieg. Ohne festes Schlachtfeld und ohne Regeln für einen fairen Kampf. In dieser Firma bin ich der Oberbefehlshaber. Und ich muss auf alles gefasst sein. Und ich werde alles tun, damit das auch so ist. Ich habe Sie an Bord geholt, weil ich einen General brauchte, dem ich trauen kann. Einen, der weiß, wie man Befehle befolgt. Ich denke, ich habe mich heute bewiesen. Und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist der, dass jemand auf die gesendeten Daten zugegriffen haben könnte.
zurückverfolgt und gestohlen von den Männern, die uns angegriffen haben. Unsere Feinde können uns damit auch jetzt noch schaden. Ich habe sie nicht kritisiert, Adam. Aber das ist in der Tat ein gutes Argument. Ich frage mich nur, ob es nicht ein wenig paranoid ist, sich auf Details zu stürzen, die nicht kritisch sind. Ich meine, haben Sie die Ereignisse vor 6 Monaten so aus der Bahn geworfen, Ihr Versagen damals, dass Sie sich jetzt nicht mehr anpassen können? Verdammt, Adam! Ich habe Sie heute zurückgebracht, damit Sie sich um eine akute Krise kümmern. Mich wegen Dingen in Frage zu stellen, die ohne Bedeutung sind, bringt Megan nicht zurück. Megan. Boss, was hat denn Megan damit zu tun? Ich dachte, wir reden über ein Sicherheitsproblem. Tun wir doch. Sie hat nichts damit zu tun. Ich meine, Adam, Sie reden an der Sache vorbei. Ich will Ihnen nichts über die Daten sagen, weil es sonst zu rechtlichen Problemen kommen könnte. Jedes Unternehmen hat seine Geheimnisse und Megans Forschungen gehörten dazu. Aber die von mir gesendeten Daten hatten mit ihr nichts zu tun. Sie waren auch nicht brisant. Und deshalb möchte ich, dass Sie keine Zeit mehr damit verschwenden. Die Aktionäre erwarten, dass ich mich darum kümmere und das werde ich auch. Also überlassen Sie die Sache ab jetzt mir. Ich würde nichts lieber tun, als Ihnen in dieser Sache zu vertrauen, Boss. Aber zum Vertrauen gehören immer zwei. Und so wie Sie dieses Gespräch bisher geführt haben, beschleicht mich das Gefühl, dass Sie mir nicht vertrauen. Warum, Boss? Was darf ich nicht erfahren? Adam, natürlich vertraue ich Ihnen. Und es ist nicht so, dass Sie es nicht erfahren dürfen. Aber ganz ehrlich, ich fürchte, Sie würden es falsch auffassen. Also gut. Hören Sie. Die Wahrheit ist, ich habe einen vertraulichen Datenkanal für einen Privatdetektiv eingerichtet. Jemand, der Hintergrundüberprüfungen durchführt. Über potenzielle neue Rekruten. Wie Sie. Was? Ich musste es tun, Adam. Sie waren ein Risiko. Schon vergessen? Das SWAT hatte Sie gerade gefeuert. Megan hat Ihnen zwar vertraut, aber ich musste sicher gehen. Aber ich will nicht, dass diese Sache uns spaltet. Ich schicke Ihnen die Dateien auf Ihren Computer. Dann sehen Sie selbst, was er herausgefunden hat. Aber Adam, Sie sollten sich das gut überlegen. Warum? Was soll das heißen? Dass man die Vergangenheit manchmal besser ruhen lässt. Sobald Sie die Daten sehen, können Sie es nicht mehr ungeschehen machen. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie wieder zurück. Wir müssen unsere nächsten Schritte besprechen.
Athena sagt, sie hätten mit Seraph gesprochen. Hat er gesagt, warum er uns wie Idioten aussehen lässt? Ich kümmere mich darum. Es beruhigt mich wirklich ungemein, das zu hören. Ich sage Ihnen was. Während Sie jeder Spur folgen, die Seraph Ihnen hinwirft, werde ich tun, was ich längst hätte tun sollen und das Signal zurückverfolgen. Das ist nur Ihr verletzter Stolz. Trotzdem, sagen Sie Bescheid, falls Sie was finden. Sie meinten, sobald? Mit Sicherheit nicht. Hey Adam, lassen Sie uns noch was übrig oder sind wir nur hier, um aufzuräumen, wenn Sie fertig sind? Hier, der ist für Sie. Ein Firmenausweis mit Ihren biometrischen Daten. Das Flag-Routing ist so manipuliert, dass Sie ohne Probleme nach Hengsha kommen. Sie schicken mich nach China? Was ist mit FEMA? FEMA hat mit dieser Sache nichts zu tun, das können Sie mir glauben. In China werden wir mehr Glück haben. Wie können Sie das sagen? Ich habe gesehen, wie der Mistkerl, der Megan umgebracht hat, seine Männer aus dieser Anlage abgezogen hat. Einer von denen liegt wegen mir tot in dem unterirdischen Depot. Das weiß ich, Adam. Frank hat das alles überwacht. Deshalb weiß ich auch, dass Ihnen dieser Mann vor seinem Tod eine Adresse in China gegeben hat. Ich will, dass Sie das überprüfen. Aber das ergibt keinen Sinn. Hören Sie, Adam. Es gibt einen Grund für die Angriffe auf dieses Unternehmen. Sie glauben, dass es mit dem Taifun zu tun hat oder mit einem anderen streng geheimen Militärprojekt, von dem ich Ihnen nichts erzählt habe. Der Gedanke ist mir tatsächlich gekommen. Er ist aber falsch. Die Arbeit von Megans Team, bevor sie alle getötet wurden, sie hat neu definiert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Dieses Unternehmen, Seraph Industries, stand kurz davor, die Menschheit zur nächsten Stufe ihrer Entwicklung zu führen. Selbstbestimmte Evolution. Ist Ihnen klar, welche Ängste das bei manchen auslösen kann? Sicher. Und mir ist auch klar, wie lukrativ es für andere wäre. Für mich ging es dabei nie um Geld, Adam. Aber Sie haben recht. So manch einer da draußen sieht das vermutlich völlig anders. Wer zum Beispiel? Ich hoffe, dass Sie die Antwort darauf in China für uns finden. Also los. Farida macht den Hubschrauberstart klar. Thank you.
Mann, Captain, du bist zurück. Hast mir diesmal vermutlich nichts mitgebracht, was? Irgendwas, um einem Mädchen zu helfen, das Pech hatte? Ich würde dir ja einen Drink spendieren, aber du magst ja nur Hopdevil. Oh, schon okay, Captain. Es ist der Gedanke, der zählt. Wieso sagst du mir nicht erst, was du weißt? Und dann sehen wir weiter. Ja, ja, schon klar. Also, was willst du wissen? Du hattest immer ein Gespür für diese Stadt, Tish. Wie ist die Stimmung auf der Straße? Ach, sieht nicht gut aus, Captain. Die Leute verlieren ihre Jobs, ihre Wohnungen, legen ihren ganzen Krempel in diese Speichereinheiten, damit sie niemand beklauen kann. Mr. Seraph wird uns helfen, aber er sollte sich beeilen. Sonst? Weiß nicht. Hab nur so ein Gefühl, dass es in der Stadt brodelt. Vor allem in den Gassen hinter der Tankstelle. Meistens ist es da sicher, wenn man keinen Ärger macht. Aber ein Fehler und, tja, die Cops und die Kriminellen haben beide einen ziemlich nervösen Zeigefinger. Ich muss mich vielleicht ein wenig umsehen demnächst. In einigen Häusern, in denen ich besser nicht gesehen werden sollte. Du sprichst in Rätseln, Captain. Aber vielleicht ist es ja gut so. Ja, ist es. Eines weiß ich aber. Dass die Leute nicht nach oben, sondern nach unten schauen. Und selbst dann machen sie sich keine Gedanken, was unter ihren Füßen ist. Wenn jemand bereit ist, sich dreckig zu machen, könnte er in den einen oder anderen sensibleren Teil der Stadt kommen. Vor allem, wenn er rechtzeitig Informationen eingeholt hat. Okay, ich will dich zu nichts drängen. Bist schließlich ein Opti und so. Aber falls du vorhast, dich in der D-Row umzusehen, das ist ein Ganggebiet, weißt du, da solltest du auf keinen Fall gesehen werden. Weil die Ballers mich erledigen würden, ohne Fragen zu stellen. Genau. Bist jetzt immerhin ein Opti und so. Aber einige der alten Häuser sind unterm Dach ziemlich morsch. Die Feuerleitern sind aber noch okay. Klettere sie mal hoch. Vielleicht findest du ja ein Schlupfloch. Und während ich mich nach unten vorarbeite, hoffe ich, dass die Bude nicht über mir einstürzt. Oh, die Häuser sind robuster, als du denkst. Aber du hast recht. Du solltest dir bei Mr. Seraph so eine Sturzaugmentierung holen, bevor du reingehst. Die Aufzüge funktionieren nämlich sicher nicht. Ich habe alle Infos, die ich brauche, Tish. Vielleicht ein andermal. Ich warte hier auf dich, Captain. Womit kann ich dir helfen? War mir ein Vergnügen.